Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC. Wir sind zurück bei dem neuen Shift 7 Plus und wir sehen uns einfach einmal die Bedienung dieses Phablets etwas genauer an. Dazu starten wir das Gerät zunächst einmal auf der rechten oberen Kante. Einmal kurz eingedrückt startet das Ganze und wir landen direkt einmal auf dem Sperrbildschirm. Der Sperrbildschirm ist hier, wie man es auch, glaube ich, relativ gut erkennen kann, ein standardisierter Sperrbildschirm. Das heißt, wir haben hier drei wesentliche Möglichkeiten. Einmal das Entsperren des Screens. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einmal in die Telefonie direkt weitergeleitet zu werden. Und eine letzte Alternative ist auch die Möglichkeit, in den Fotomodus weiterzuwandern, indem wir einmal von unten rechts nach oben links ziehen. Wir haben hier übrigens das System Android 5.1, das heißt so gesehen das etwas veraltete Standard-Android-System. Das heißt, man erkennt es oder wird es an manchen Stellen ein bisschen wiedererkennen, dass man hier wirklich noch nicht das 6.0-System, geschweige denn das Nougat-System hat. Muss auch nicht allzu schlimm sein. Ein paar Sachen wurden noch angepasst, das wird man auch sehen. Das heißt, man ist hier mit dem Design ein bisschen anders umgegangen, auch mit manchen Konfigurationen etwas anders umgegangen, mit manchen Menüführungselementen. Das werden wir uns natürlich alles in diesem Video auch genauer ansehen. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass wir hier das Dropdown-Menü direkt öffnen können. Das können wir auch aus den anderen Systemen. Und dann haben wir hier eben die Standardkategorien, wie die Gasteinstellungen, die oben rechts zu finden sind. Die können wir dann auch anklicken, wenn wir gleich im System selber sind. Die Einstellungen mit den einzelnen Kategorien unter Android, die wir auch standardmäßig dort finden, und selbstverständlich auch Einstellungen wie die Helligkeit, die man dort einfach schnell einstellen kann. Uhrzeit, Wochentag, Datum wird natürlich wieder angezeigt mit einzelnen Schnellverbindungen. Das heißt, ich habe dort direkt die Menüoptionen WLAN ein- oder ausschalten, Bluetooth ein- oder ausschalten, Flugmodus, SIM-Karte, Taschenlampe etc. Das kann ich dort alles also direkt einmal einstellen, und dieses Dropdown-Menü erreiche ich eben auch über das normale Home-Menü. Und dieses Home-Menü kann ich natürlich aufrufen, indem ich einmal über das Sperrbildschirm-Menü einfach das Smartphone öffne, indem ich dann noch einmal über den Screen streiche, und dann bin ich auch schon im eigentlichen System. Das gucken wir uns jetzt an dieser Stelle an. Das Erste, was so ein bisschen auffällt, ist direkt, dass es dem Phablet ein wenig zumindest an Helligkeit mangelt. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass das besser sein würde, da wir hier eigentlich ein IPS-Display haben, das in der Regel schon teilweise Helligkeitsvorteile haben kann gegenüber anderen Display-Sorten. Hier ist es aber trotzdem so, dass das ist in Ordnung, man kann das ablesen, aber ich weiß nicht, wie es in der wirklichen Outdoor-Verwendung wäre, wenn dort die Sonne drauf knallt. Dann habe ich wirklich schon Bedenken, dass man es alles noch gut lesen kann, weil dafür ist es dann schlichtweg ein bisschen zu dunkel. Wir werden aber gleich auch nochmal ein anderes Hintergrundbild einstellen. Das ist natürlich jetzt nur die weißen Fonts auf dem schwarzen Hintergrund. Dann kann das Ganze auch nochmal zumindest ein bisschen besser aussehen oder ein bisschen anders aussehen. Aber kommen wir erstmal zurück zum eigentlichen Thema. Wir gucken uns jetzt natürlich die wesentlichen Navigationselemente, die wesentlichen Menüelemente dieses Phablets an, sehen uns an, wie wir das Ganze individualisieren können. Das heißt, einfach dort auch die Basics, wie richte ich den Hintergrund ein, wie lerne ich die einzelnen Apps kennen, beziehungsweise wie ist das Ganze hier in diesem System organisiert, wie kann ich einzelne Apps, die ich schon mal aufgerufen habe, neu anwählen, welche Einstellungsbereiche habe ich hier eigentlich in diesem Phablet. All das werden wir uns also in diesem Video ansehen. Wir fangen einfach an mit den drei Standard-Bedientasten. Das sind die Dinge, die wir natürlich auch von den ganzen anderen Android-Geräten sowieso auch kennen. Das ist einmal der Zurück-Button, findet sich ganz links. Das ist das Dreieck, dort in der Mitte ist der Home-Button, in Kreisdarstellung. Und auf der rechten Kante haben wir dann nochmal den eigentlichen Task-Manager, das heißt den App-Verlauf. Wenn wir dort draufklicken, können wir uns also alles aufrufen, was wir uns innerhalb dieser Sitzung, das heißt innerhalb einer Startphase dieses Smartphones, uns aufgerufen haben. Der Ruhezustand zählt nicht dazu. Das heißt, wenn ich das Gerät neu starte, dann werden ab dem Zeitpunkt die Apps gezählt, die hier drin landen und aufgeführt werden. Wenn ich das Gerät in den Ruhezustand versetze und aus dem Ruhezustand wieder starte, dann bleiben die Apps mir hier nach wie vor immer noch erhalten, in den meisten Fällen zumindest. Das heißt, die werden sozusagen einmal immanent, einmal komplett gelöscht, wenn ich das Gerät dann wieder herunterfahre. Was kann dieser Task Manager oder was kann dieser Verlauf im Allgemeinen? Er zeigt mir einfach alle Sitzungen oder alle Apps an, die ich schon einmal eben innerhalb von einer Sitzung aufgerufen habe. Das sind jetzt, da wir das Gerät gerade gestartet haben und ich jetzt nur wenige Dinge eben aufgerufen habe über das Sperrbildschirmmenü, einmal die Einstellung, die Kamera-App und auch die Telefonie-App. Ich kann dann, wie man hier sieht, auch einfach da reinklicken, kann da drauf gehen und so eine App wieder auswählen, um dort eben hin zu navigieren. Ich kann aber auch sagen, ich brauche jetzt zum Beispiel nicht mehr das Einstellungsfenster, dann wische ich das zum Beispiel nach rechts. Ich kann auch sagen, ich kann es zum Löschen auch nach links wischen. Diese Möglichkeiten habe ich also alle. Kann auch oben auf das X zum Beispiel klicken und dann eben damit nach und nach die einzelnen
vielen Apps entfernen, die ich gerade vielleicht gar nicht brauche. Das heißt, man stellt sich das ungefähr so wie ein Browserfenster auf. Die Seiten, die ich schon mal aufgerufen habe, werden dort aufgeführt. Dinge, die ich nicht mehr brauche, kann ich auch einfach entfernen, weil mir hier das System sozusagen kleine Lesezeichen dort nochmal hinlegt, wo die einzelnen Apps lagen, beziehungsweise mich in die App natürlich zurückführt. Was ist der Vorteil daran, da mal hineinzugucken und einzelne Dinge zu löschen? Der Vorteil daran ist, dass man ein bisschen ressourcenschonender natürlich umgehen kann, weil wenn man grafikaufwendige Spiele zum Beispiel mit dem Phablet spielen sollte, dann kann man zum Beispiel schon überlegen, wie viele Apps gerade parallel natürlich noch von an den Ressourcen, an dem Akku, an dem Speicher und vor allen Dingen natürlich am Prozessor knabbern, an der Leistung des Gerätes, also so ein bisschen die Leistung des Gerätes noch ein bisschen beanspruchen, dann kann ich zum Beispiel sagen, dass ich eben die Apps, die ich wirklich nicht mehr brauche, einfach entferne und dann habe ich eben mehr Leistung wieder für beispielsweise ein Grafikaufwendiges Spiel, das dann vielleicht gegebenenfalls mit einer besseren Performance dann auch dort glänzen kann. Ja, das sind erstmal die drei Standard-Button. Über den Home-Button gelangen wir also immer zu der Home-Seite zurück. Drücken wir also dort einmal drauf, gelangen wir zu der Startseite, wie wir sie jetzt hier im Bild sehen, mit dem Shift-Logo als Hintergrundbild und mit den einzelnen Uhrzeiten, die hier eingeblendet sind. Und das Ganze kann ich eben von überall machen. Egal, ob ich mich in irgendeiner App befinde oder egal, ob ich mich im Browser befinde, bei Google Chrome und irgendeine Seite suche zum Beispiel. Ich drücke da einmal drauf und lande genau dort auf der Startseite. Ich gucke jetzt nochmal, ob wir noch den Google Now Tab haben und das ist auch so. Halten wir das gedrückt, kommen wir zumindest auf das Google-Feld, dass wir dort nochmal das Ganze aufrufen können und dann hier auch direkt im Internet surfen. Wir können uns hier über Google Now einzelne Informationen noch anzeigen lassen, einzelne Artikel beispielsweise, können dann hier auch immer in diesem Feld, in der Kategorie interessante Artikel, wie es sich nennt, oben rechts auch immer hinzufügen, ob wir Interesse an dem Artikel haben, kein Interesse an dem Artikel haben oder mehr davon wollen. Und dann können wir uns unseren eigenen News-Mix sozusagen, unseren eigentlichen persönlichen Nachrichten oder Artikel Platzhalter sozusagen hier unter der Google-Suchleiste nochmal platzieren und dort eben alles, was uns vielleicht interessiert, hinlegen. Ansonsten kann man natürlich auch andere Apps nutzen, von heute Journal-App bis, es gibt verschiedenste tausende Möglichkeiten, an gute Informationen zu kommen. Eine schnelle Möglichkeit ist eben auch, das über Google anzuwählen. Da sollte man natürlich dann einfach nach seinen Belieben die Quellen auswählen. Da gibt es natürlich auch seriösere und unseriösere Quellen, da kann man dann einfach aber das auswählen, das einen natürlich persönlich auch interessiert, soll aber auch gar nicht ihr Thema sein. Die Zurücktaste haben wir natürlich am Ende noch, auch dort ist es so, wenn wir uns irgendwo in einem System bewegen, drücken wir einmal auf Zurück, springen wir direkt eine Seite zurück. Das bedeutet für den Browser beispielsweise, dass wenn wir uns dort durch mehrere Seiten durchscrollen, dass wir dort natürlich dann nicht auf das Home-Menü zurückspringen, sondern eben nur auf einzelne kleine Seiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel durch die Website von den Shift-Fonts mich einmal durchscroll und eine weitere Seite aufrufe, dann gelange ich mit der Zurücktaste eben in dem Browserfenster wieder einzelne Seiten zurück. Mit dem Home-Button, ich kann das nochmal ganz kurz zeigen, mit dem Home-Button würden wir auf dem Systemstandard auf der Startseite landen, können dann mit dem Task-Manager wieder zurück navigieren zu der eigentlichen Seite, können aber mit der Zurücktaste dann zum Beispiel auch sagen, dass wir wieder eine Seite, die wir über den Browser aufgerufen haben, zurück wollen oder ganz zurück wollen. Das ist sozusagen wie die Zurücktaste, die wir auch im heimischen Browser auf unserem Desktop, PC oder Notebook so finden können. So viel also erstmal zu den drei Standard-Tasten, die natürlich sowieso, würde ich jetzt mal pauschal behaupten, jedem von euch, glaube ich, mehr oder weniger ohnehin bekannt sein sollten oder bekannt sind. Wir gehen jetzt einmal in das Dropdown-Menü, ziehen das zunächst halb runter. Wenn wir das halb runterziehen, werden uns schon mal wesentliche Informationen angezeigt. Das ist einmal die Uhrzeit, Wochentag, Datum. Oben rechts haben wir dann noch ein paar Icons, die uns ein paar Informationen verraten. Das ist einmal die WLAN-Erreichbarkeit, das ist einmal der SIM-Kartenstatus, das heißt, wie viele SIM-Karten haben wir eingelegt und wenn ja, funktionieren auch beide. Dann haben wir den Akkuladezustand, das heißt, das Gerät ist jetzt zurzeit vollgeladen und oben rechts haben wir nochmal das Benutzerkonto. Da können wir ein Bild hinzufügen, können aber auch weitere Konten wie beispielsweise ein Gastkonto hinzufügen. Das werden wir uns gleich auch noch etwas genauer angucken. Und aktuell laufende Apps werden natürlich angezeigt. Die Aufnahmekontrolle, die hoffentlich später, wenn ich das Bild, das Video speichere, euch zur Verfügung steht und einmal das Display nochmal anzeigt, damit nicht immer meine Hände davor sind. Andere Apps würden auch dort angezeigt werden. Update-Benachrichtigungen beispielsweise oder App-Installationen, die gerade laufen. Alles, was aktuell sozusagen gegenwärtig läuft, wird also in dem halben Dropdown-Menü angezeigt. Wenn ich das Ganze ganz runterziehe, habe ich dann eben diese Einstellungsfläche, die wir auch im Sperrbildschirm-Menü eben gesehen haben. Wir haben die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen.
einfach mit dem Schieberegler. Wir haben die Möglichkeit, WLAN, Bluetooth, SIM-Kartenstatus abzurufen, Flugmodus an- oder auszustellen, automatisches Drehen zu verhindern oder anzuschalten. Das heißt, wenn ich das Gerät aus dem Hochformat in den Querformat drehe, soll sich das Bild bzw. das Display mit der Menüführung mitdrehen oder soll das gerade im horizontalen Modus oder im vertikalen Modus bleiben. Taschenlampe kann ich direkt an- und auswählen. Standort, also GPS-Daten kann ich mit einwählen. Manchmal werden auch andere Apps noch mit angezeigt, die sich automatisch noch in das Dropdown-Menü legen, wie eben die Aufnahmekontrolle gerade. Die Audioprofile kann ich auswählen. Dort kann ich nochmal zwischen allgemein, lautlos, nur Vibration oder im Freien, dann ist es nochmal ein bisschen lauter als normal, auswählen. Oben rechts habe ich dann die Möglichkeit, wie gesagt, mir einmal die Gastkonten anzusehen, beziehungsweise einmal in die Konten zu gehen. Was ich jetzt eigentlich auch können sollte, aber das Gerät mir nicht vorschlägt. Da werden wir nachher nochmal ganz kurz gucken, ob wir das über das Einstellungsmenü auch erreichen können. Das ist so gesehen Android untypisch, beziehungsweise das ist eine Funktion, die eigentlich funktionieren sollte, vor allem mit einem Dual-SIM-Gerät, dass wir hier mehrere Konten anlegen können. Da müsste eigentlich ein Knopfdruck reichen, um das System wirklich aufrufen zu können. Warum das nicht funktioniert, kann ich mir nicht erklären. Die wird auch angezeigt, dieser Kontakt existiert nicht. Wenn ich das Ganze versuche aufzurufen, da weiß ich nicht. Ist es vielleicht einfach ein Systemfehler, wo man von Herstellerseite das System nicht weit genug angepasst hat? Das ist zumindest ein kleiner Android-Fehler. Das werden wir aber nachher noch ein bisschen prüfen, indem wir nochmal hier in das große Einstellungsmenü dann definitiv hineinsehen werden. Jetzt ist erstmal etwas anderes im Vordergrund. Wir gucken uns einmal die grobe Struktur an zwischen Startseite und App-Menü. Wir haben ja hier einmal die Startseite. Drücken wir auf den runden Button, landen wir eben auch immer auf dieser Seite. Und hier können wir sozusagen als wesentlicher Platz erstmal unsere ganzen Widgets natürlich ablegen. Wie man hier sieht, wurden hier auch mehrere Platzierungen schon vorgenommen, mehrere Vorschläge gemacht, Uhr-Widgets, verschiedene App-Verknüpfungen wurden hier abgelegt, verschiedene Verbindungen direkt mit hineingebaut. Hier sieht man auch nochmal den App-Vorschlag als Kalender beispielsweise, den man hier mit eingebracht hat. Das heißt, man hat hier einfach schon mal ein paar der Widgets platziert oder auch die Informationen, die wir über die Google-Startleiste finden könnten mit den einzelnen Artikeln beispielsweise oder mit interessanten Websites. Auf der Mitte drücken wir auf dieses sechsstellige Icon dort. Dann kommen wir direkt in den App-Launcher. Hier werden alle Apps aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge, die man auf diesem Gerät installiert hat. Was nicht möglich scheint, ist, dass man das Ganze auch in Ordnern zusammenfasst. Das heißt, wenn ich hier versuchen würde, irgendeine Fläche anzugreifen, würde ich automatisch weitergeleitet werden, indem ich das hier ablege oder eben oben, sieht es gleich nochmal, ich werde nochmal reingehen, oben auf die App-Informationen geht, um sich dann einzelne Dinge anzeigen zu lassen. Man kann dort die App deaktivieren, kann die App deinstallieren oder nur die Updates deinstallieren, den Zwischenspeicher leeren und die einzelnen Berechtigungen sich nochmal aufführen lassen. Aber man hat eben nicht die Möglichkeit, über den App-Launcher an sich einzelne Ordner zusammenzufügen und zum Beispiel zu sagen, dass ich mir das übersichtlicher organisieren möchte, indem ich vielleicht alle Google-Apps in einen Ordner lege oder alle Navigations-App in Apps oder alle Bildbearbeitungs-Apps vielleicht in einen Ordner zusammenfasse. Das Ganze wird immer automatisch erweitert. Solltet ihr eine App installieren, wird automatisch eine weitere Seite hinzugefügt und die App eben auf den Screen automatisch platziert. Ihr habt auch nicht die Möglichkeit auszuwählen, in welcher Reihenfolge das genau sein soll oder welche spezielle Sortierung dort genau vorgenommen werden soll. Es ist eigentlich nur die alphabetische Reihenfolge, die erstmal angezeigt wird. Muss auch nicht allzu falsch sein, dieses System. Das ist eben auf einer sehr intuitiven Basis für alle Leute, die dort ein bisschen in Richtung Individualisierung verliebter sein sollten, sagen wir es mal so, die so gerne auch selbst Ordner erstellen etc., das für sich organisieren, könnte das ein kleines Problem zumindest sein, weil es erstmal standardmäßig so nicht vorgesehen ist. Aber wie wir eben gesehen haben, einmal gedrückt halten, kommen wir hier direkt eben auf die Startseite und können dort die einzelnen Seiten nochmal anwählen über die einzelnen Kanten. Das wird uns hier auch immer angeboten, wird also links und rechts einmal grau ein bisschen hinterlegt. Und dann können wir darüber navigieren und eben uns einen Platz für die App suchen, das Ganze dort hinschieben, ablegen und einrasten lassen. Das Ganze können wir dann wieder entfernen, indem wir nochmals gedrückt halten und oben eben dementsprechend auf Entfernen gehen oder es eben alternativ auf einer anderen Seite platzieren. Das sind also erstmal die beiden Möglichkeiten oder diese Hierarchiestruktur, die wir hier haben. Startseite,
App-Launcher mit alphabetischer Listung, ohne Ordner. Und dann haben wir hier eben die Startseite. Was wir jetzt natürlich nochmal ausprobieren, können wir vielleicht auf der Startseite noch einmal sehen oder zumindest dort nochmal nachvollziehen, ob wir vielleicht zumindest auf der Startseite Ordnerstrukturen aufbauen können, was ich aber allerdings, glaube ich, vom System auch nicht glaube. Das können wir aber mal ganz kurz gucken. Greifen uns eine App, ziehen die über die andere und sehen dann auch hier, doch, da ist es zumindest vorgesehen. Also hier haben wir auch die Möglichkeit, einen Ordner wirklich hinzuzufügen, können den dann dementsprechend auch benennen. Ich drücke jetzt einfach mal, bin ganz kreativ und nenne es Test. Und dann haben wir hier doch immerhin schon einen Ordner angelegt. Das heißt, alle, die das wirklich für sich strukturieren wollen, die Ordner anlegen wollen, können das eben nicht im App-Launcher an sich tun, aber über das Startmenü, was ja auch komplett reicht und so gesehen natürlich auch in den meisten Fällen unter Android erstmal so vorgesehen ist. Ich bin natürlich jetzt als Nutzer von dem App-Launcher sozusagen auch nicht unbedingt irritiert. Es gibt es auch immer in der Form, dass es meistens nicht in Ordnern in dem App-Launcher selbst strukturiert werden kann. Das ist so gesehen auch Android-typisch, da macht Shift nichts falsch mit der Systemanpassung. Es ist aber gut, dass man sich hier eben darauf geeinigt hat, dass man hier wieder die Ordner an sich freischaltet, um die eben auf dem Startbildschirm dort zusammenfügen zu können. Das sieht man hier, das Ganze funktioniert. Ich ziehe jetzt nochmal eine App wieder heraus und sollte sich das von alleine lösen und so ist es auch. Das heißt, da ist man schon standardmäßig vorgegangen und hat das so bedienbar gemacht, wie man das auch sonst eigentlich kennt. Gut, kommen wir zu den weiteren Individualisierungsoptionen. Ich tippe einfach dafür Android-typisch einmal in der Mitte gedrückt. Wir können dann uns zunächst natürlich durch die einzelnen Seiten scrollen, die wir hier angelegt haben und sehen dann unten die beiden Kategorien Hintergründe und Widgets. Wir fangen mit den Hintergründen einfach mal an. Das sind, wie man hier sieht, zunächst Shift-Wallpaper, die man hier in den Hintergrund setzen kann. Das sind aber auch andere Wallpaper, andere Hintergrundbilder, die man dort noch hinzufügen kann. Und es sind am Ende auch noch ein paar Animationen. So wie ich das sehe, sind das wahrscheinlich erstmal wirklich Wallpaper, Hintergrundbilder, die von Shift vermutlich selber kommen. Das sind zumindest nicht die Android-typischen Hintergrundbilder, was aber natürlich auch erstmal kein Problem in dem Sinn ist. Man kann selbstverständlich wie immer unter Android und das ist auch hier möglich, wenn man hier auf Bild auswählen beispielsweise geht, alles installieren, was einem irgendwie einfällt. Dinge, die man heruntergeladen hat aus dem Internet, Bilder, die man über die Kamera des Phablets selber aufgenommen hat. Das heißt, man hat dort diverse Möglichkeiten. Ich wähle jetzt einfach mal ein Hintergrundbild aus, bleibe jetzt mal bei diesem hier. Drücke auf einmal, dreimal auf OK, drücke einmal auf OK, nicht dreimal, einmal auf OK und man sieht, das Ganze wurde hier angewendet. Für die Helligkeit ist es natürlich jetzt erstmal etwas positiver. Man hat das eben gesehen mit dem schwarzen Hintergrund. Wenn das Ganze ausgeliefert wird, macht das wirklich nicht den allzu hellen Eindruck. Das wird natürlich jetzt durch ein helleres Hintergrundbild auch nicht deutlich besser, aber es macht schon mal die meisten Dinge etwas leichter lesbar. Das definitiv. Wir halten noch einmal gedrückt und gehen einmal auf die Widgets, gucken uns dort an, wie das organisiert ist. Auch hier sind wir in einzelnen Fenstern. Auch hier werden alle Widgets alphabetisiert bzw. in alphabetischer Reihenfolge dargestellt und abgelegt. Und wir haben einfach die Möglichkeit, hier ein Widget dann auszuwählen. Wir wählen jetzt mal beispielsweise die Google-App, einmal gedrückt halten. Dann wird hier automatisch im Hintergrund, wie man es, glaube ich, leicht auch erkennen kann, immer so ein kleines Rasterfenster noch angezeigt. Also ein kleiner Platz sozusagen schon vorgegeben. Und wie wir es unter Android kennen, können wir hier auch an den einzelnen Seiten dann natürlich ziehen und das in der Größe einfach nochmal anpassen. Es gibt dann natürlich auch Widgets, die sich auch an der oberen und unteren Kante noch anpassen lassen. In der Google-Suchleiste ist es eben nur in der horizontalen nach links und rechts möglich. Das sind aber auch erstmal die Standards, die wir unter Android sonst auch sehen. Da hat man hier mehr oder weniger glücklicherweise eben nichts angepasst. Hier bleibt man sehr intuitiv und einfach. Auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, das Widget nachher wieder anzufassen, auf andere Seiten zu verschieben oder das Ganze natürlich auch zu entfernen, indem ich das Ganze nach oben ziehe, auf das X ziehe und dann wird das automatisch gelöscht. So viel also erstmal zu den Basics, was Ordner, Apps und Widgets angeht. Wir werfen jetzt einen Blick in die Einstellung und sehen dann hier erstmal unter Android 5.1, wir können uns das nochmal ansehen. Hier sieht es, hier wird es uns nochmal angezeigt, Modellnummer Shift 7 Plus, Android Version 5.1. Und dann sehen wir hier eben auch die Standardkategorien, die man unter Android 5.1 eben hat, Datenschutz und Netzwerke.
Geräteeinstellungen, Nutzereinstellungen, Systemeinstellungen. Das sind also die 1, 2, 3, 4 Kategorien, die wir hier finden können. Wir fangen einfach mal oder gehen einfach mal chronologisch vor. Drahtlos und Netzwerke können wir so ein bisschen ausklammern. Da geht es um alle Einstellungen, bei denen Dinge aus dem Smartphone raus und wieder reingehen. Das heißt, alles, was irgendwie mit irgendwelchen Verbindungen, WLAN etc. zu tun hat, kann man hier ein- und ausstellen, beziehungsweise natürlich nochmal sich in Dinge einwählen, Dinge näher einstellen etc. SIM-Karte kann auch recht interessant sein. Hier kann man eben nochmal, da man hier eben zwei Steckplätze zur Verfügung hat in dem Smartphone bzw. in dem Phablet, das heißt, wir haben ein Dual-SIM-Phablet, nochmal auswählen, welcher Steckplatz für was sein soll. Ob zum Beispiel eine SIM-Karte bevorzugt nur für Telefonie ist, eine SIM-Karte nur für SMS beispielsweise. Man kann dort also nochmal ganz genau auswählen, für was man was haben möchte. Oder dass man zum Beispiel eine SIM-Karte für Telefonie und SMS nutzt, eine weitere SIM-Karte, SIM-Karte 2 beispielsweise, dann nur für mobile Datenübertragung, Mobilfunkdatenübertragung. Das kann man eben einstellen. Was man eigentlich eben auch einstellen können sollte, sind die Benutzereinstellungen. Das ist für Dual-SIM-Geräte immer recht attraktiv. Wie man aber hier sehen kann, funktioniert das zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt noch einen Grund, den ich mir vorstellen könnte, dass wir die SIM-Karten nicht eingelegt haben. Das heißt, wenn man zwei oder eine SIM-Karte dann wahrscheinlich einlegen würde, hätte ich zumindest noch die Hoffnung, dass oben die Gastkonteneinstellungen dann auch funktionieren. In der Regel ist es aber in den meisten anderen Android-Systemen, die man nicht angepasst hat. Und hier hat man es zumindest leicht angepasst, auch so, dass man, selbst wenn man keine SIM-Karte eingelegt hatte, in die Benutzereinstellungen schon kommt. Aber das ist wie jetzt erstmal Spekulation. Gucken wir einmal ins Display. In die Display-Einstellung, hier sehen wir nochmal MiraVision. Das ist einfach einmal eine Sache, bei der wir nicht viel einstellen können. Das ist nochmal ein kleiner Bildmodus, den man eben mit installiert hat, an dem wir aber nichts einstellen können. Hintergründe können wir nochmal einstellen, Live-Hintergründe, Hintergründe, Galerie, Fotos, alles, was wir uns eben auch schon angesehen haben. Die Helligkeitsstufe lässt sich einstellen. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr darüber hinaus, über diese Helligkeit, die wir hier haben. Wie gesagt, das Ganze ist in Ordnung, aber eben es gibt deutlich bessere IPS-Displays von der Helligkeit zumindest. Von der Schärfe übrigens auch, das kann ich auch schon jetzt sagen. Das sieht man teilweise einfach bei den einzelnen Schriftdarstellungen. Wir haben hier ein HD-Display auf 7 Zoll Größe, da wird das Ganze schon etwas unscharf. Das ist nicht in dem kritischen Bereich, dass ich es nicht mehr lesen kann oder dass es mich wirklich stört, aber es ist schon so, dass man es bemerken kann. Adaptive Helligkeit habe ich direkt einmal ausgestellt am Anfang des Videos, damit man wirklich die Helligkeit an sich erstmal sieht. Das kann man aber ansonsten hier auch einstellen. Das heißt, der Lichtsensor des Phablets misst dann die Umgebungshelligkeit und schraubt das Display so weit runter, wie es für unsere Augen sozusagen angenehm ist. Einerseits für uns dann bessere Lesbarkeit, beispielsweise abends oder nachts, wenn es wirklich dunkel sein sollte, wird das Display eben so runter gedimmt, dass es uns beispielsweise nicht blendet. Ganz anderer Punkt ist auch, dass es meistens dafür genutzt wird von dem Hersteller, damit man ein bisschen Akku sparen kann, was aber natürlich auch für den Nutzer positiv ist. Ruhezustand kann ich einstellen, nach 2 Minuten beispielsweise oder nach verschiedenen anderen, maximal 30 Minuten. Also was soll passieren, wenn ich das Gerät seit 2 Minuten zum Beispiel nicht mehr benutzt habe? Daydream-Uhr, das wäre einfach nochmal Einstellung für das Startmenü. Dort kann ich nochmal fest sagen, welche Uhr möchte ich haben, welche Uhrzeit soll das sein, beziehungsweise wenn ich das Gerät im Sperrbildschirm-Modus habe, welche Uhr wird mir dort angezeigt, eine Digital- oder eine Analoguhr. Farben kann ich nochmal dort drauflegen, Fotorahmen und Fototafeln etc. Das heißt auch, wie sind die Animationsübergänge beispielsweise, das lässt sich alles dort nochmal einstellen. Gut, dann gehen wir noch einmal zurück und gehen einmal auf die Schriftgröße. Auch die Schriftgröße können wir einstellen. Zwischen klein, normal, groß und sehr groß können wir dort wählen. Bei Drehung des Gerätes ist es genau das, was wir auch im Dropdown-Menü finden. Das heißt, horizontal oder vertikales Drehen. Wenn wir das Ganze in den Querformat ziehen, soll dann eben das Display, also die Anzeige, die Menüelemente, die Texte etc., sollen die sich mitdrehen oder soll das in der horizontalen oder in der vertikalen eben dementsprechend verbleiben. Bildschirmübertragung kann ich hier auch auswählen, sofern ich kompatible Geräte natürlich damit habe. Ton und Benachrichtigung. Dann habe ich hier die Möglichkeit, einzelne Dinge nochmal einzustellen. Allgemein, lautlos, treffen und im Freien. Das sind die Kategorien, die wir auch im Dropdown-Menü nochmal gefunden haben. Das sind hier diese Audioprofile. Allgemein bedeutet einfach der Standardmodus, in dem wir das Gerät nutzen. Dort können wir die Einstellungen nochmal vornehmen und sagen, wie laut das sein soll. Weckerlautstärke, Klingelton. Klingelton, Lautstärke etc. kann ich dort einstellen. Ich kann auch zum Beispiel andere Tasten
belegen bzw. andere Sounds nochmal einstellen. Das heißt, soll das Gerät auch vibrieren, soll es Wahltastentöne geben, Töne bei Berührung soll es die geben, Ton bei Displaysperre, bei Berührung vibrieren etc. Lautlosmodus können wir hier einstellen, Treffen können wir hier einstellen, das wäre dann nur vibrieren, wenn wir zum Beispiel in einem Meeting sitzen, nicht gestört werden wollen, aber trotzdem davon in Kenntnis gesetzt werden wollen, wenn vielleicht ein wichtiger Anruf kommt, dass es vielleicht zumindest in unserer Tasche noch vibriert, aber keine anderen mit einem lauten Klingelton stört. Im Freien lautes Klingeln mit Vibration, das wäre also der maximale Modus, dann sind wirklich alle auf Anschlag eben gesetzt, alle einzelnen Modi, die wir hier bei den Tönen haben. Dann gibt es hier noch einmal Benachrichtigungen und Sonstiges. Wir können unter den Benachrichtigungen nochmal auswählen, welche App uns stören darf und wann sie uns stören darf. Wir können zum Beispiel sagen, oder wie sie uns stören darf. Wir könnten jetzt zum Beispiel auf Chrome gehen und dann hier einmal festlegen, ob uns Chrome als App zum Beispiel im Sperrbildschirmmenü schon Texte anzeigen darf, um uns zu benachrichtigen, oder ob das nur im Dropdown-Menü der Fall sein soll. Das sind also einzelne Dinge, die wir nochmal einstellen können. Ein weiterer Punkt ist, gehen noch einmal zurück, Unterbrechungen, die wir einstellen können. Hier ist man sozusagen so ein bisschen von dem ausgegangen, was man inzwischen natürlich in verbesserter Form nochmal oder in intuitiver und besser erreichbarer Form auch in Marshmallow und Nougat findet. Das ist dieser Bitte-nicht-stören-Modus oder Nicht-stören-Modus, und hier wird es als Unterbrechung sozusagen nochmal im System ein bisschen zumindest integriert. Auch hier haben wir also die Möglichkeit, zu sagen, dass wir an bestimmten Punkten nochmal unterbrochen werden können und an bestimmten anderen nicht. Wir können hier Tage einstellen, zum Beispiel Wochentage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wähle ich jetzt einmal aus, und dann kann ich dort zum Beispiel sagen, ich möchte zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr morgens, also 7 Uhr am nächsten Tag, nicht gestört werden, oder ich wähle zulässige Unterbrechungen aus und sage, es sind nur wichtige, kann dann auch genau diese Kategorie nur wichtige benennen, kann also sagen, die und die Telefonnummer gehört zum Beispiel zu meinen wichtigen Kontakten, die darf mich auch innerhalb dieser Nachtszeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr zum Beispiel erreichen. Das heißt, ich habe hier schon den Funktionsumfang in diesen Tonmodi, in diesen Einstellungsmodi zu den Unterbrechungen, wie ich es eigentlich auch unter Nougat und auch unter 6.0 Marshmallow finden kann. Nur, dass man es vielleicht nochmal ein bisschen versteckter im System hat als in den anderen Bereichen, weil man das sonst schon im Dropdown-Menü eigentlich findet und nochmal, ja, das Menü ein bisschen besser organisiert, als es vielleicht hier der Fall ist. Klangverstörung ist nochmal die Option, ein paar Dinge nach unseren eigenen Belieben einzustellen. Das heißt, wir haben hier nochmal ein paar Kategorien. Da muss man einfach selber sehen, welche Kategorien für einen persönlich natürlich die besten sind. Das heißt, ich kann sowohl den Kopfhörer als Klangverstärker einstellen, kann dort also nochmal sagen, welche Töne möchte ich auf dem Kopfhörer in welcher Intensität hören, wie viel Bass zum Beispiel möchte ich da drin haben, wie viel Surround möchte ich da drin haben. Ich kann hier auswählen, wenn ich das Ganze angeschaltet habe, zwischen Filmmodus und Musikmodus beispielsweise, was dann einfach den Klang ein bisschen differenziert nochmal. Ansonsten da gerne einfach ausprobieren. Das sind teilweise auch sehr, sehr kleinschrittige Sachen. Das heißt, man merkt teilweise nur den Unterschied, wenn man wirklich einmal den Film einschaltet, einmal einen Musiktitel hat in hoher Qualität und dann ein bisschen gegenseitig vergleicht, dann merkt man schon Unterschiede, aber es sind auch nicht die relevanten Unterschiede. Das heißt, nur sehr klangverliebte Leute werden wahrscheinlich überhaupt auf diese Option zu sprechen kommen und da wirklich nachgucken, was man da vielleicht noch rausholen kann. Speicher, das ist einmal die Kategorie, die wir auch sonst unter Android natürlich kennen. Dort wird uns alles angezeigt, was in dem System sozusagen einmal verfügbar ist, was bereits besetzt ist oder was eben frei ist. Verfügbar wären hier bei 16 GB internen Speicher insgesamt noch 9,6 GB. 11,73 GB werden uns als Gesamtspeicher angezeigt. Bedeutet einfach, dass das Android-System relativ viel wieder von den 16 GB frisst. Hier sind es also über 4 GB, die hier auf das Android-System erstmal auf Kosten von dem Android-System laufen. Und ansonsten sind hier vorinstallierte Apps mit 1,51 GB bewertet. Bilder, Videos relativ wenig, Audio ist auch relativ wenig, Downloads nahezu kaum, Daten im Zwischenspeicher etc. auch alles relativ wenig. Das heißt, wenn wir das Gerät neu aus der Box holen mit 16 GB internen Speicher, bleiben uns 11 bis 12 GB, die wir selbst besetzen können. Wenn uns das nicht genügt, können wir das Ganze aber, wie wir auch im Unboxing gesehen haben, auf der Rückseite einmal kurz aufklappen, SIM-Karte hineinpacken bzw. zur Speichererweiterung dann natürlich eine SD-Karte, Micro-SD-Karte hinzufügen, können wir den Telefonspeicher dann auch dort gegebenenfalls erweitern und auf 64 GB beispielsweise das Ganze dann hochschrauben. Das sollte dann auch dem letzten Nutzer genügen können. Akku-Einstellung haben wir hier nochmal, das
verrät uns einfach, wie viel Akku die einzelnen Apps oder einzelnen Systemkomponenten fressen. Hier ist es das Display mit 8% beispielsweise, da ich keine Apps ansonsten hier großartig laufen habe. Nutzereinstellungen, als erstes sind das GPS, Standortverläufe. Welche App darf auf GPS-Daten zugreifen? Darf das die Kamera-App sein? Darf das nur Google Maps sein beispielsweise? Dann geht es weiter mit Sicherheitseinstellungen. Bei den Sicherheitseinstellungen geht bei diesem System außerhalb der Standard nicht viel. Displaysperre kann man hier sehen. Wischen, Muster, PIN und Passwort. Also die gängigen Standards, die wir sozusagen vor 2 Jahren als Standards hatten. Daran ist natürlich auch nichts falsch. Man hat hier aber eben kein Gerät, wo man zum Beispiel auf deinen Fingerprint-Sensor bauen kann. Den hat man schlichtweg nicht eingebaut. Was aber natürlich auch nicht schlimm sein muss, es ist auch schnell genug bedienbar, wenn man nicht, keine Ahnung, ein Muster oder einen vierstelligen PIN eingebe und sicher ist das Ganze selbstverständlich dann auch. Das heißt, das ist kein großer Streitpunkt. Manche Leute mögen Fingerprint-Sensoren, weil man das natürlich viel in den großen Modellen inzwischen findet. Das ist auch, ich habe selbst ein Smartphone mit Fingerprint-Sensor. Das ist auch super praktisch, weil man einfach schnell eben das Gerät eingeschaltet hat. Aber es ist auch kein großes verwerfliches Ding, wenn man ein Smartphone oder ein Tablet hat ohne Fingerprint-Sensor. Man kann sich auch die eine Sekunde nehmen, um kurz das Bild einzuwischen oder den vierstelligen PIN einzugeben. Das ist also auch kein tragisches Phänomen. Hier haben wir also die Standards erstmal. Man kann hier auch nochmal einstellen, welche Verschlüsselung genutzt werden soll. Das heißt, soll das Telefon verschlüsselt werden, ja oder nein? Backups finden wir weiter unten im System. Das werden wir uns gleich noch ansehen. Apps aus unbekannter Herkunft, das kennen auch viele Android-Nutzer, dürfen auch Apps installieren, werden, die nicht aus dem Play Store stammen, ist dort also die Frage, haben wir hier nochmal die Möglichkeit, Auto-Start-Apps uns anzusehen, welche Apps sollen automatisch mit dem Gerät mitgestartet werden, das kennen wir auch von unserem heimischen Windows-PC beispielsweise, was natürlich auch damit zusammenhängt, wie schnell dieses Gerät dann hochfährt oder wie langsam es hochfährt. Auch da lohnt sich also ein kleiner Blick zumindest rein, um zu gucken, wie, also wenn mein Gerät zu langsam startet, ob vielleicht Autostart-Apps dort in Hülle und Fülle drin liegen. Aber ich kann natürlich das Ganze auch positiverweise nutzen und sagen, ich möchte die und die App, weil ich die oft nutze, schon mal automatisch mitstarten. Aber das ist auch ein Punkt, der von den meisten Nutzern vermutlich ignoriert bleibt oder auch von mir persönlich oftmals ignoriert bleibt, weil die meisten Apps sich sowieso so schnell starten lassen, dass es sich in den meisten Fällen gar nicht lohnt, die wirklich auf eine Autostartliste zu packen. Dann haben wir hier nochmal ein paar angepasste Dinge. Das erkennt man einfach allein schon daran, dass sie in englischer Sprache daherkommen und nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Data Protection, da haben wir nochmal die Möglichkeit, ein paar Datensicherung anzulegen, beziehungsweise ein Muster einzugeben und damit auch einzelne Apps beispielsweise zu sperren. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, eben Apps nur via Zugang von PIN, Passwort oder Vision zu öffnen. Mobile Anti-Theft, da haben wir noch einmal die Möglichkeit, wenn wir eine SIM-Karte eingelegt haben, dort ein Diebstahlsystem sozusagen mit zu integrieren können, also Daten hinterlegen und unser Mobilgerät dann beispielsweise vom Computer aus sperren, falls bestimmte Komponenten noch eingestellt sind, GPS-Daten könnte man dann noch abspeichern etc. Damit kann man sich auch gerne beschäftigen, kennt man aber auch von jedem anderen System. Ansonsten sind es erstmal noch weitere Dinge, die wir gar nicht so allzu groß beschreibt, mit dem wir uns gar nicht weiter beschäftigen wollen. Einfach kleinere weitere Details, die noch dazugehören. Sprachen und Eingabe finden wir hier nochmal. Da kann man die einzelnen Sprachen und auch Tastaturen einstellen. Auch hier hat man natürlich wieder eine Tastatur, die man neu auswählen kann. Das heißt, man kann aus dem Play Store beispielsweise einzelne Apps noch nachinstallieren und die Tastatur tauschen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, sichern und zurücksetzen. Dort haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf den Werkszustand zurücksetzen. Dann werden alle Daten gelöscht aus dem Fablet und alle Systemeinstellungen werden eben zurückgesetzt. Das heißt, wir haben von der Software her das System sozusagen so, wie wir es aus der Box gewöhnt sind, müssen dann natürlich alle Konten neu einrichten etc. Wir können aber auch unsere Daten beispielsweise sichern. Das heißt, wir können hier unser Sicherungskonto eingeben, können dann zum Beispiel sagen, wir möchten das im Google Drive Ordner speichern oder in irgendeiner anderen Cloud speichern und können dann unsere Daten eben zur Wiederherstellung sichern. Datum und Uhrzeit, auch ein relativ kleines Thema, 24-Stunden-Format oder 12-Stunden-Format lässt sich auswählen, Datum kann man hier eingeben, Uhrzeit oder Zeitzone kann ich eingeben. Ich kann auch extra Zeitzonen dort eingeben, die werden mir dann bei den Widgets zum Beispiel angezeigt. Ich hoffe, man sieht es hier so ein bisschen zumindest. Ich wähle nochmal ganz kurz einen anderen Hintergrund aus.
der nochmal etwas dunkler ist, dann sieht man die Widgets zumindest ein bisschen mehr. Wie hier zum Beispiel könnte ich zum Beispiel sagen, zu Hause ist es so und so viel Uhr, jetzt gerade in Hannover ist die und die Uhrzeit und falls mich das noch interessiert, in der und der Zeitzone ist es beispielsweise San Francisco 4.06 Uhr oder Hongkong 19.06 Uhr. Das sind alles Informationen, die ich mir also über das Widget zur Verfügung stellen lassen kann, beziehungsweise dazu kann ich eben in Datum und Uhrzeit gehen und dann neben der automatischen Zeitzone noch andere Zeitzonen auswählen, die mich beispielsweise interessieren. Gut, Ein- und Abschaltung nach Zeitplan, das ist sozusagen der Nicht-Stören-Modus in der etwas härteren Variante. Ich kann auch einfach sagen, dass ich mein Gerät allein zum Akku sparen, selbstverständlich zum Beispiel, oder um davon auch nicht gestört zu werden, vom Fablet zwischendurch auch herunterfahre und es fährt sich dann automatisch auch wieder herauf. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte täglich um 7 Uhr das Gerät einsatzbereit haben. Über Nacht soll es aber Akku sparen, indem es zum Beispiel abends ab, sagen wir mal, 22 Uhr sich automatisch herunterfährt. Und das während aller Wochentage beispielsweise. Dann kann ich eben ganz klar sagen, okay, das Gerät verschleudert über Nacht keine Energie und fährt sich eben selber herunter und herauf und steht mir eben zu dem Zeitpunkt wieder zur Verfügung und fährt eben zu einem bestimmten Zeitpunkt herunter. Auch eine nicht unpraktische Sache, kennt man aber auch von den höheren Android-Systemen. Da hat sich nicht viel verändert. Bedienungshilfen haben wir hier nochmal. Auch viele Sachen, mit denen man sich persönlich dann selbst beschäftigen kann oder muss. Farbkorrekturen, Farbumkehr, größere Texteinblendungen, höhere Kontraste etc. Untertitel in verschiedenen Sprachen kann man hier einstellen. Druckmodi, falls wir Dienste installiert haben sollten, Bluetooth-Drucker etc. können wir das hier einrichten. Und als letztes natürlich die Informationsanzeige über das Telefon, Systemaktualisierung. Ich klicke nochmal ganz kurz drauf. Ich habe aber eigentlich alle Updates installiert. So ist es auch. Das System ist derzeit aktuell. Status können wir uns anzeigen lassen. SIM-Karten-Status, Akkuladestatus etc. Dann sehen wir hier nochmal die Android-Version und dann sind wir auch mit diesen Einstellungsbereichen schon fertig. Wie wir hier gesehen haben, also ein System, das man im Design ein bisschen natürlich angepasst hat. Das merkt man an manchen Punkten, wenn man sich hier einfach mal durchscrollt. Dass man hier schon ein paar Einstellungs- oder Menüelemente ein bisschen zumindest angepasst hat. Auch in der Leiste hier unten hat man eben verfügbar eingerichtet, dass man mehrere Apps dort ablegen kann, mehrere Routine- oder Standard-Apps. Meistens sind das unter Android ja 4 Dinge beispielsweise, die ich dort ablegen kann. Hier hat man direkt 6 gewählt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich kann dort übrigens auch neue Sachen hinzufügen, wie man hier sieht. Ich kann zum Beispiel das Telefon herausziehen, kann dann in das App-Menü gehen und sagen, ich möchte zum Beispiel Google Maps als Routine-App dort platzieren, dann kann ich das dort ablegen und habe das als meine Standard-App unten in dieser Standardleiste übers Home-Menü eben hinzugefügt. Das sind also mehrere Möglichkeiten, die ich dort habe. Eine kleine Sache, die wir uns jetzt als letztes noch angucken wollen, ist nochmal ein ganz kurzer Überblick durch die Apps an sich und dann ein kleiner Überblick in die 3 Standard-Apps, Telefonie, SMS und MMS, obwohl selbst das Thema natürlich eins ist, das die meisten Nutzer schon gar nicht mehr interessiert zu Zeiten von WhatsApp und anderen Messengern, weil die SMS meistens gar nicht mehr in dem Sinne genutzt wird. Kontakte, da wollen wir nochmal reingucken und ganz kurz in den Browser, um uns so ein bisschen die Performance anzusehen, wie schnell lädt also das Fablet bei einer guten Internetverbindung. Verschaffen wir uns kurz einen Überblick über die Apps an sich, wie viel Bloatware ist drin, wie viele Drittanbieter-Apps. Wenn wir jetzt einfach mal alphabetisch hier durchsortieren, wir haben hier ein paar Drittanbieter-Apps, Betternet beispielsweise, darin ist aber auch nicht viel verkehrt. Alle Google-Standard-Apps haben wir hier erstmal, von Gmail über Google Drive, Google an sich, Google Maps, Play Filme, Play Music, Play Store etc. Standard-System-Apps von Android wie der Rechner beispielsweise, das sind auch erstmal Standard-Apps. Den normalen Android-Browser haben wir mit drin. Wir haben einen Dateimanager, den man hier mit integriert hat. Das ist auch eine Sache, die man mehr oder weniger erstmal so kennt und natürlich Standard ist. Eigenen Music-Player, der wurde hier auch nochmal angebracht. Da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Da hat man hier auch auf Standards zurückgegriffen. Intuitiv bedienbar ist das Ganze auch. Das heißt, wenn ich hier Audiodaten haben sollte, habe ich hier nochmal eine Zurück-, eine Start-Taste, also einen Play-Button oder einen Pause-Button und einen Button zum nach vorne scrollen oder zum Überspringen. Ansonsten habe ich nochmal ein eigenes E-Mail-Postfach, das ich einrichten kann. Ich habe hier natürlich nochmal das Einstellungsfeld, das ich auswählen kann. Habe ich auch einen eigenen Videoplayer? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe auch einen eigenen Video-Standard-Player. Natürlich neben der Galerie. Kamera-App ist eine Sache, die werden wir später nochmal in einem Extra-Video besprechen, wie es bei Handy MC auch üblich ist. Wir werden natürlich nochmal ein kleines Bedienungstutorial zu der Kamera uns ansehen.
Und ansonsten bleiben wir hier wirklich bei den Standards, die man eben braucht. Superbeam hat man noch hinzugefügt. Das ist einfach ein kleines Datenverwaltungstool für die Verknüpfung einzelner Geräte über Bluetooth beispielsweise, um Daten auszutauschen. Das heißt, man ist hier wirklich, und das kann man dem auch zugutehalten in gewisser Weise, obwohl es ein ganz kleiner Anbieter ist, selbstverständlich. Bei den Shift Phones, wie gesagt, das ist ja ein kleiner, relativ kleiner Hersteller aus dem Raum Hessen, das heißt ein deutscher Hersteller, der in China produziert. Da ist es nicht immer selbstverständlich, dass man nur bei den Standard-Apps bleibt. Meistens sind das die Hersteller, die sehr, sehr viele Drittanbieter, sehr, sehr viel Bloatware auf ihr Smartphone packen. Aber hier hat man irgendwie den Entschluss getroffen, dass auch die Standard-Apps reichen und die wesentlichen, also man sehr, sehr im geringfügigen Bereich dort auf Drittanbieter zurückgegriffen hat, was ich erstmal positiv finde. Hier wird man also nicht überschüttet mit Apps, die man nicht braucht. Gut, kommen wir wie versprochen zu den drei kleinen Apps, in die ich nochmal hineingucken wollte. Einmal ist das natürlich die Telefonie. Absoluter Android-Standard, an dem man nichts geändert hat. Oben Name und Telefonnummer eingeben. Wir können das auch über die Sprachsuche machen. Dann haben wir hier die Schnellauswahl. Wir haben neueste Informationen. Das heißt, das ist sozusagen nochmal der Verlauf, in dem auch entgangene Anrufe angezeigt werden. Und dann haben wir Kontakte, durch die wir uns alphabetisch durchscrollen können, sofern wir natürlich mehr als einen Kontakt haben. Unten rechts das Ziffernfeld. Auch hier haben wir die Möglichkeit, entweder über die Ziffern, über die Zahlen oder über die einzelnen Buchstaben die Kontakte auszuwählen. Am Ende klicken wir aufs grüne Telefon und rufen an. Ganz absoluter Standard also. SMS und MMS haben wir dann auch noch hier, wie gesagt, meistens natürlich für die meisten derzeitigen Nutzer schon uninteressant, weil alle nur noch WhatsApp, Facebook und Co. als Messenger nutzen. Wir hätten hier aber die Möglichkeit, in Textmitteilungen natürlich einzugeben. Können beispielsweise, ich wähle das einfach mal aus. Hallo und herzlich willkommen auf Handy MC. Also Rufezeichen. Wie man hier sieht, ist das natürlich schnell und intuitiv bedienbar. Das heißt, ich habe hier überhaupt keine Probleme, die einzelnen Buchstaben zu finden. Ohnehin natürlich nicht, weil ich hier ein 7 Zoll Display habe. Das heißt, es wird mir einfach so groß dargestellt, da kann ich schon eigentlich gar nicht daneben klicken. Da müsste ich mich schon etwas blöd anstellen, um dort nicht das eins tippen zu können, was ich wirklich haben möchte. Aber es ist so, dass es eben auch direkt dort landet und so landet, wie ich das möchte. Vorschläge werden mir hier oben in dem kleinen Fenster gemacht. Das ist meistens auch relativ gut. Ich kann das hier nochmal etwas langsamer machen. Die Vervollständigung. Das heißt, in drei Kategorien werden hier mir in den meisten Fällen zumindest auch Vorschläge gemacht, die ich eben auswählen kann. Emojis finde ich unten rechts, durch die ich mich nochmal scrollen kann. Emojis, die ich schon mal ausgewählt habe, ganz links. Dann geht es hier weiter mit einzelnen Smileys, anderen Icons. Das sind auch erstmal Standards, die ich zum Beispiel auch von WhatsApp und Co. finde, auf die man sich hier geeinigt hat. Ansonsten kann ich aber auch noch auf das Plus drücken und aus der SMS eine MMS machen, kann ein Bild aufnehmen, Videoaufnahme hinzufügen, eine Audioaufnahme hinzufügen oder auch Dinge hinzufügen, die ich bereits in der Galerie habe. Das heißt, wenn ich vorher schon mal ein Bild aufgenommen habe, kann ich das auch hinzufügen. Auch eine Sache, die man hier gut gelöst hat, intuitiv groß bedienbare Flächen, die man hier hat, hier kann man nicht viel falsch machen und man hat eben sich wieder auf den Kompromiss geeinigt oder auf die Möglichkeit geeinigt, dass ich einerseits die Möglichkeit habe, das als Schnellverlinkung zu wählen. Das heißt, möchte ich ein Bild hinzufügen, kann ich in die Galerie gehen und ein bereits aufgenommenes Bild wählen und das verschicken. Oder ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte aus dem MMS-Feld direkt in die Kamera gehen, um direkt für diese SMS oder für die MMS eben ein Foto aufzunehmen. Auch erstmal alles Standards, die aber eben nicht verkehrt sind. Kontakte, ist sozusagen das Feld, das wir auch über die Telefonie erreichen können. Wir können hier nochmal Favoriten oder Gruppen anlegen. Ansonsten unten rechts einmal auf das Icon geklickt, einmal auswählen, wo das Ganze gespeichert werden soll. Und dann kann man beispielsweise ein Foto anlegen, Telefon, Adresse etc. angeben. Erstmal auch natürlich Android-Standards, die wir hier nicht vermissen müssen, sondern da hat man das System einfach nicht großartig angepasst. Das Letzte, was wir unternehmen, einen Blick in den Browser. Gehen zunächst einmal in Richtung Google weiter, geben nochmal die Shift für uns ein, müssen wir nochmal korrigieren, zack, und scrollen uns erstmal nur durch die Artikelvorschläge. Wie man hier sieht, keinerlei Performance-Probleme bei den einzelnen Suchanzeigen, gehen jetzt einmal unter die Bilder. Die brauchen ja theoretisch immer ein bisschen länger zum Laden. Da scrollen wir uns auch mal durch, beziehungsweise hier hat man wohl die Anpassung, dass man zumindest innerhalb dieses Browsers
gar nicht scrollen kann, sondern nur über die einzelnen Seiten wählt, aber das soll uns jetzt erstmal nicht irritieren. Wir klicken einfach mal ein bisschen schneller auf Weiter und sehen dann aber auch dort, dass das in einem guten Tempo lädt. Das heißt, man hat hier mit der Datenverbindung kein Problem. Gut, so viel aber auch erstmal zu dem Thema. Ich glaube, dann haben wir alle wichtigen Basics sozusagen einmal besprochen, die für das Gerät wichtig sind, wenn man das erste Mal aus der Hand nimmt und so ein bisschen daran interessiert ist, was sozusagen an grundständigen Dingen möglich sein sollte, von Hintergrund hinzufügen etc. Bis natürlich die Organisation in Ordnern, wie platziere ich Apps etc., wie platziere ich Widgets. Ich denke, das haben wir ungefähr alles in diesem Video unterbringen können. Ich freue mich natürlich, wenn ihr in den Kommentaren einerseits das Video an sich kommentiert, das heißt einerseits etwas dazu schreibt, wie ihr das Video findet, in konstruktiver Form, wenn ihr zum Beispiel sagt, Mensch, das und das ist mir zu kurz gekommen oder da hat es mir ein bisschen zu lange gedauert, kürzt das bitte nächstes Mal ein bisschen. Die Videos auf HandyMC sind ja meistens immer ein bisschen ausführlicher, was die Bedienung angeht und sind natürlich längst nicht auf dem Standard von 2-3 Minuten Videos, wie man sie vielleicht sonst von YouTube kennt, was aber auch gar nicht unser Anspruch in dem Sinne ist. Weil wir schon ausführlich diese Tutorials machen wollen und ein bisschen ausführlicher natürlich die einzelnen Tests machen. Aber ja, ich biete euch das natürlich an oder freue mich immer darüber, wenn ihr einfach in den Kommentaren auch darüber schreibt, was euch über die an den Videos gefällt und vor allen Dingen auch, was euch nicht gefällt oder was ihr als verbesserungswürdig empfindet. Schreibt aber und diskutiert natürlich auch darüber, wie ihr das Smartphone oder das Phablet, was wir im Video vorgestellt haben, eigentlich so findet. Wie findet ihr nämlich in diesem Video beispielsweise das Shift 7 Plus? Ist das ein System, das ihr gut findet? Wir haben natürlich hier einen Hersteller, der auch zumindest ein bisschen in dieser Ökoschiene zu arbeiten scheint oder zumindest es vorgibt, es zu tun. Es kam ja schon ein ganz kleines Video auch in dieser Playlist, das nochmal diesen Fairtrade-Gedanken ein bisschen hinterfragt. Und ist das für euch ein Konzept, das funktioniert oder rechtfertigt das, dass wir hier ein Smartphone haben, das natürlich teilweise von der Hardware auch noch ein bisschen dem nachsteht, was wir sozusagen als top aktuelles Smartphone oder Phablet bezeichnen würden, allein schon von dem System, aber teilweise auch von den Hardware-Komponenten, die wir drin finden. Diskutiert sowas gerne in den Kommentaren. Ich freue mich da immer über, ja, nennen wir es mal eine lebendige Community, auch Community, die auch miteinander spricht und diskutiert. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Video.